Hallihallo, heute gibt es mal wieder einen neuen Strandtest und zwar vom Syral Resort in Koh Lakli. Diese schöne Beachbar liegt ca. 250 Meter vom Haupthotel entfernt. Achtung, viele Reiseanbieter geben an direkte Strandlage. Das ist zwar korrekt, aber wie gesagt, 250 Meter müsst ihr einplanen. Liegen und Sonnenschirme sind an diesem Strand komplett gratis. Der Strand machte auch täglich einen super sauberen, gepflegten Eindruck. Habt ihr diese 250 Meter durch eine schön bepflanzte Parkanlage geschafft, werdet ihr mit diesem Ausblick belohnt. Die Strandanlage ist für türkische Verhältnisse wirklich schön gestaltet, sie ist wirklich sehr grün gehalten, wie man sehen kann, und was mir auch immer gefällt, mit Palmen. Über einen kleinen Mittelsteg erreicht man dann schließlich den Sandstrand. Hier hat man dann auch die Möglichkeit, mit oder ohne Personal des Animationsteams Boccia oder Volleyball zu spielen. Der Sand ist wirklich sehr sauber und gepflegt und auch im Wasser gibt es keinerlei Steine oder Kies. Ein wirklich reiner, schöner Sandstrand. Also könnt ihr gerne auf die Badeschuhe verzichten. Einen Rettungsschwimmer gibt es an diesem Strand natürlich auch, allerdings nur bei Strandfreigabe. Ein Stand für Wasseraktivitäten ist ca. 50 Meter entfernt, also ein Katzensprung. Ich hoffe, der Strandtest hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig helfen bei der Entscheidungsfindung für oder gegen dieses Hotel. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.